Hallo und willkommen zurück in WoW. Was müssen wir denn hier alles machen? Sprecht mit Amakar in Neukagat. Da bist du da. Dann brauchen wir noch hier Fleisch und Seide von Staubspeiern. Was mit Jack Felsbein in der sengenden Schlucht? Ja, das ist das nächste Gebiet. Und Kämpfer müssen wir auch noch töten. Na gut. Ja, aber wenn wir schon mal hier rumgammeln, dann fragen wir direkt ihn hier, was er denn für uns so hat. Thrallhall. Ihr seid der Ork, auf den wir gewartet haben. Wurde auch Zeit, dass ihr hier seid. Ja, Entschuldigung, ich hatte halt vorher keine Zeit, dass ihr jetzt hier wieder eine Woche gewartet habt. Tut mir ja leid. Hab halt auch noch andere Sachen, so, ne? Ja, ich warte schon drauf, mir die Beine zu vertreten. Abmarsch, Jungs, gehen wir ein paar schwarze Drachen töten. Ja, okay. Kraft. Ja, Tag. Okay, was? Amakar, der Alleskönner. Bevor wir mit der Drachenjagd beginnen, lasst mich euch ein bisschen erklären, wie ich kämpfe. Ich bin nicht so stark oder robust wie diese zwei, aber ich hab ein paar Tricks im Ärmel. Auf euren Befehl hin betäube ich eure Feinde, um sie festzunageln. Ich hab auch immer ein paar Tränke auf Lager. Warum trainieren wir nicht ein bisschen zusammen? Auf in die Wildnis? Dann werdet ihr sehen, was es heißt, mit einem echten Ork zusammenzukämpfen. Du, ich bin auch Ork. Ich weiß, wie das ist. So, Nierenhieb und Taschentrank. Aha. Sieg! So, wer bist du? Jurix, der Vollstrecker. Oh, ihr wollt euch unterhalten? Also schön. Ich bin Jurix, der einzige Söldner hier, der noch ein paar Gehirnzellen hat. Und der einzige, dessen Angriffe wirklich etwas bewirken. Diese lebenden Schilde um mich herum behalte ich nur, damit ich nicht getötet werde. Der hat auch hier gesagt, da der Amakar, er hält nichts aus. Und du sollst mehr aushalten. Naja. Hör zu, ihr seid der Chef dieser Operation. Na, wenigstens einer, der das versteht. Ihr müsst nur ein Wort sagen und ich werde einen Feuerball durch das Herz eures Ziels jagen. Hm, klingt interessant. Wenn das alles zu schnell geht, kann ich sogar die Zeit ein wenig verschieben, damit ihr noch ein paar zusätzliche Angriffe unterbringen könnt. Warum versuchen wir nicht gemeinsam zu kämpfen? Naja, dann machen wir das. Und du? Was ihr wolle. Es ist euch vielleicht nicht aufgefallen, aber für einen Ork bin ich recht groß. Es geht halt. What? Ich wollte mich mal so daneben stellen. Jetzt bleib mal stehen. Ach. Ich stehe hier die ganze Zeit immer nur auf irgendeinem. Irgendwo drauf. Naja, so viel größer. Ja, doch, ein Kopf halt. Ja. Geht doch noch. So. Ich stelle sicher, dass meine beiden Kumpel hier nicht in zu große Schwierigkeiten geraten. Sie sind klein und haben nicht so einen großen Schild wie ich. Mhm. Klar. Einen großen Schild. Mhm. Ja, gut, hast du zwar, aber naja, kommt ja nicht immer auf die Größe an, sondern halt auch auf die Technik, ne? Ich bin groß und kann ein paar Schläge von Monstern gut wegstecken. Außerdem kann ich es meistens schaffen, dass sie nur mein Schild treffen. Na, schön für dich. Ich kann auch euch beschützen. Kommt, gehen wir ein bisschen trainieren. Ich sorge dafür, dass die Gegner mich angreifen, nicht euch. Okay. Gut. Und da haben wir dann hier den ganzen Blödsinn. Blöp. 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 Ja, können wir gerade nicht. Blöp. Was macht das? 3 Minuten. Heilt alle Söldner im Verlauf von 10 Sekunden um 400. Na, das ist aber nicht allzu viel. Ich kann das nicht angreifen. Können wir hier irgendwas hauen? Mal gerade gucken. Da hinten zum Beispiel, die da. Ach so, wir wollten das ja jetzt hier ein bisschen anders machen.
Kämpft ihr auch mal mit? Danke. Ach so, hier steht ja noch einer. Ja, okay, dann zeig mal, so machst das. Okay, ja, sieht doch ganz gut aus. Och, die können wir häuten. Cool. Dann häuten wir hier noch ein paar Drachen. So, alles klar. Die Jungs sind hier mit am Start. So, tingeln wir erstmal hier wieder hier hin und dann können wir hier die Quests abgeben. Seht ihr, kein Grund zur Sorge. Wenn Gargal da ist, ja, dann ist er da. Sagt mir nur Bescheid und ich beschütze euch vor den Monstern. Ich hab da auch tatsächlich Not für. Ich glaube, ihr seid bereit. Allmählich bekommt ihr es in den Griff. Ah, nee, nicht wirklich. Also ich kämpfe da lieber für mich allein. Ah, ich freue mich darauf, an eurer Seite zu kämpfen. Es ist ja schön. Hallo, mir scheint, ihr vier hattet genug Zeit, euch anzufreunden. Ich habe eine erste Aufgabe für euch. Kalaran, ein uralter schwarzer Drache mit beträchtlicher Macht, hat sich der Jagd auf das von uns beschützte Ei angeschlossen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor ihr ihm zu nahe kommt. Achso, dem Ei. Nehme ich mal an. Ihr findet ihn und seine Diener im Staubbecken östlich von Neukaga. Sucht und besiegt ihn. Wahrscheinlich werdet ihr die Hilfe eurer neuen Söldnerverbündeten brauchen. Alles klar. So, Wolfsform und ab dafür. So, das wollten wir ja dann irgendwie so mitmachen. Immer noch anders. Wir wollten es immer noch anders machen. Moment, ich wollte Lava-Eruption, dann Flammenschock und dann was auch immer. Also im Prinzip von den Klicks her immer noch dasselbe, nur etwas anders. Das ist zu weit entfernt. Nur dass die jetzt hier die ganze Zeit hier an mir dranhängen, ist auch doof. Kriege ich hier nichts gelootet. Mensch. Ah, war aber auch sehr weit, was er da verschossen hat. Ja, da hatte es keine Chance mehr. Blöpp. Blöpp. Okay, wir brauchen dich da. Zuerst mal hier die kleinen Mopeds hier weghauen. Achso, es ist doch 6. Können wir das nicht wirklich hier ohne die hier machen? Die stehen mir echt nur im Weg. So, eins von vier.
Okay, dann weiter. Und du bist derjenige, den ich brauche. Okay. Macht der dafür komische Sachen da auf dem Busch? Irgendwie Sorgen, was der da treibt. Dann machen wir mal hier schon mal irgendwie den Weg frei, falls er da von seinem Baum da mal runterkommt. Ach, da kommt er. Also wenn's prockt, dann prockt's. So, jetzt brauchen wir noch einen von denen hier, ne? Okay. Quest beendet. Und da kriegen wir doch hier direkt hier per Funk irgendwas durchgegeben. Wieder ein Drache weniger, der uns Sorgen bereitet. Und wieder ein Schritt näher an der Erlösung. Vorwärts, meine Soldaten. Nee. Bin ich dein Soldat? Du bezahlst mir ja hier nichts. Der schwarze Drachenschwarm meint es ernst. Wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, hat er einen Großteil von Neu-Kargat an sich gerissen. Diese Truppen stehen unter dem Befehl von General Jiraka und seinem Champion Molda. Sie müssen aufgehalten werden. Besiegt beide und irgendwie und sonstige Mobs. Moment, wo befinden sich jene? Da. Achso, steht der da oben eventuell? Okay, die Jungs hier langweilen sich gerade. Ach ja, hier. Ja, auch hier ein bisschen was machen können. Pappnasen hier. Reagieren auch etwas zaghaft. Müssen wir da erstmal zwei, drei mitgeben, bevor sie überhaupt was machen. Oder ich muss halt da schnell durchklicken. Und selbst dann machen sie halt nicht weiter. Das ist halt doof. Machen dann erst irgendwie weiter, wenn man dann tatsächlich die am Hacken hat. Ja, was soll's. Wir kriegen das hier auch ganz gut alleine hin.
Deswegen, was brauche ich dann hier? Irgendwelche Pfeifen, wenn das hier auch wunderbar alleine geht. So, du bist der Moldar. Okay. Stellen wir schon mal hier Totem auf. Machen ihn hier. Ihn hier. Das da. Halt! Abspotten! Ja. Oh. Okay, das hat länger gedauert. Da ist das Ding nicht so oft gebrockt. Höp, dup, dup. Da hat er halt kein Ziel. Ist mir auch wurscht. Wo ist der andere Kerl? Da oben. Toll. Na, toll. Das lädt immer noch auf. Wimp. So, die Flüche loswerden und weiter hier hoch. Ja, nimm halt das Leder mit. Wenn wir hier schon häuten. Könnt ihr auch von sich aus abspotten. Wozu ist er denn Krieger? Okay, weiter. Dieser Zauber ist noch nicht mehr. Doch, ist er. Aua. Heilen wir uns mal kurz. Na gut. Sind wir bald da? Können wir hier... Hat er schon wieder nicht mitgenommen. Vermaledeites Autolut! Funktioniere! Okay, da stehen immer noch zwei Pappnasen davor. So langsam habe ich aber keine Lust, die mir hier zu häuten. Hält irgendwie zu sehr auf. Ach, jetzt haben wir hier drei stehen. Na toll. Blöpp. So, da kommt mal ran, Jungs. Zwar mehr Leben hier verbraucht als notwendig, aber egal.
So, der steht bestimmt dann da oben auf dem Turm und langweilt sich. So, Jungs, kommt mal mit. Und wer hat hier die Genehmigung erteilt, hier so eine unsichere Treppe zu bauen? Wo steht denn der Knilch? Ach, da. So, ich hoffe, der kickt nicht. Mal. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, dann könnt ihr euch da mit dem bisschen hier ein bisschen vergnügen. Aua. Nimmst du den wieder bitte an dich? Danke. Spott hat ja auch wieder wunderbar funktioniert. Jungs, also. Seid auch echt zu nichts zu gebrauchen. Und zwei weitere gefährliche schwarze Drachen sind aus dem Rennen um das Ei. Die schwierigste Aufgabe steht euch allerdings noch bevor. Okay. Am meisten bereue ich, wie... Aua. Ich will erstmal hier raus. Nicht, dass der da oben wieder respawnt. Deswegen erstmal hier hinstellen und dann lesen und nicht während dem Laufen lesen. Das ist uncool. So, also am meisten bereue ich, wie ich Nyxandra behandelt habe. Ich habe sie gezwungen, Eier zu legen und dann mit ihnen experimentiert. Immer und immer wieder. Ja. Obwohl ich selbst Mutter bin, kann ich mir ihr Leid kaum vorstellen. Nein, ich darf nicht schwach werden. Unsere Arbeit dient immerhin dem Wohl der zukünftigen Generation der schwarzen Drachen. Ihr Opfer war notwendig. Nun umkreist sie die Ruinen von Khargad, nordwestlich von Neu-Khargad. Wahnsinnig vor Zorn. Bitte, Helden, erlöst sie von ihrem Elend. Mhm. Können wir machen, aber erst in der nächsten Folge. Bis dann.